Ich hatte vor einem Jahr ungefähr einen Auftritt bei TV Total. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Vielleicht ein paar. Sieben. Okay. Nein. Für die, die diesen Auftritt nicht gesehen haben, ich fasse mal ganz kurz zusammen, was ich da gesagt habe. Ich finde, dass wir in Deutschland viel zu wenig lachen und dass wir viel mehr Witze machen sollten, auch gerade über Behinderte, über Schwule, über Schwarze. Nicht über schwule Schwarze, das ist zu krass. Es gibt nur eine Regel, wir dürfen uns selber nicht mehr zu ernst nehmen, weil wir sind alle Menschen und wir sind alle gleich. Und ich glaube, dass ihr das auch so seht, sonst wärt ihr heute nicht hier. Sehe ich das richtig? Ja, das ist cool. Das Ding ist, das Krasse ist, seitdem ich diese Witze gemacht habe über Rollstuhlfahrer, schreiben mir immer noch seit einem Jahr täglich Rollstuhlfahrer. Immer per E-Mail, weißt du, so betreff behindert. Oder da weißt du richtig behindert. Und dann so, lieber Chris, ich bin auch ein Rollstuhlfahrer. Das war's. Mehr kommt da nicht. Manchmal noch so, ich weiß nicht, ob es hier... Oh, ein Rollstuhlfahrer. Ja, aber das Ding, ich weiß natürlich, was die mir sagen wollen. Die wollen mir zwischen den Zeilen sagen, hey, du darfst das, alles ist gut. Ihr müsst mich aber auch verstehen. Hey, jeden Tag freue ich mich ohne E-Mail und dann, ich bin auch behindert. Ja, schön. Ja, jeden Tag, ich bin auch ein Rollstuhlfahrer. Hey, ich bin auch ein Rollstuhlfahrer. Hey, ich bin auch ein Rollstuhlfahrer. Ja, toll, ey. Bist du was Besseres, nur weil du nicht gehen musst? Ja? Oh. Immer noch ein paar so. Hat er das gesagt? Ich glaube das nicht. Oh. Oh ja, das fühlt sich gut an. Der Stock in meinem Arsch. Yeah. I love Cologne. Leute, ihr müsst Witze machen über Rollstuhlfahrer. Ich habe mit einem Rollstuhlfahrer mal sehr viel hin und her geschrieben. Wir waren irgendwann total auf Augenhöhe. Ja, ich habe mich auch hingesetzt. Und dann habe ich mal gefragt, hey, findest du es wirklich nicht schlimm, wenn man Witze über dich macht? Sagt er, nee, da sitze ich drüber. Und ich, okay, witzig, haha. Aber jetzt mal Spaß beiseite, ist es wirklich egal, wie hart die Witze sind, das findest du wirklich nie schlimm, sagt er, nee, ich sitz meinen Mann. Und ich, okay, das Prinzip habe ich verstanden, du sitzt wohl sehr gern. Habe ich ihn gefragt, warst du mal im Knast? Ja, hat er nicht verstanden. Es gibt auch Rollstuhlfahrer, die dumm sind, das ist dann richtig bitter. Dann stell dir vor, du bist dumm und im Rollstuhl den ganzen Tag so. Dumm, die dumm. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Oh fuck, ich fahr im Kreis. Was ein Scheiß. Wie geht das? Ach ja. Das passiert aber oft nicht. Warum? Weil Rollstuhlfahrer sind oft sehr intelligent und oft auf dieser Weise. Und dieser Rollstuhlfahrer, mit dem ich geschrieben habe, der hat mir so einen Tipp fürs Leben mitgegeben. Und den möchte ich ganz gerne mit euch teilen, weil ich diesen Tipp einfach wahr finde. Da hat er mir gesagt, hey Chris, egal wo du bist, egal was in deinem Leben passieren wird, traue keinem Rollstuhlfahrer mit dreckigen Schuhen. Und da ist was dran. Da ist was dran. Ich habe auch überlegt, aber da ist was dran. Aber was viele nicht wissen, ey, Rollstuhlfahrer sind unglaublich schlagfertig. Mega schlagfertig. Ja, schlagen geht noch, treten nicht mehr so. Und pass auf, ich war mal in Flensburg, ja, da waren 150 Leute, okay? Es war irgendwie sehr familiär. Ich komme auf die Bühne, ganz links, erste Reihe, saß ein Rollstuhlfahrer. Ich habe ihn gesehen, ich dachte mir so, komm, mach ihn fertig. Ich dachte mir so, er wird lachen, die Leute werden lachen, ich lach sowieso, alles cool. Was ich nicht wusste, der war verdammt schlagfertig. Ich hab ein Trauma, ohne Scheiß. Ich war mega fröhlich, ich so, hey Alter, du bist ja im Rollstuhl, ne? Hey, wenn wir beide Hürdenlauf machen würden, da unterbricht er mich, sagt, dann roll ich unter durch und du kommst nicht rüber. Die können das alleine. Macht euch keine Sorgen, war ich auch schlagfertig, hab ich gesagt. Touché. Arschloch.